Freitagabend standen drei Partien in der Dell an. Dabei setzten sich die Eisbären Berlin souverän gegen Iserlohn. Mannheim und Köln machten es hingegen spannender. Die Adler gaben einen 5:1 Vorsprung um ein Haar noch. Kevin Reich, Rie, kann das zwischenzeitliche 1:5 durch Thomas Larkin, Adler Mannheim. Am Ende gewannen die Adler in München mit 5:4 Imago Images. Die Eisbären Berlin haben in der Nordgruppe ihre Tabellenführung gefestigt. Der Hauptstadtclub siegte bei den Iserlohn Roosters das 4:1, 1:0, 0:0, 3:1 und hat nun 32 Punkte aus 15 Spielen. Die Treffer für die Berliner erzielten Zachary Boychuk, 4. Frank Hörler, 54. Giovanni Fiore, 56. und Leonhard Pföderl, 59. Pföderl war damit bereits im 9. Spiel in Serie erfolgreich. Torreiches Topspiel in München. Dell. Highlights bei Magenta Sport München Ackert, aber Mannheim gewinnt das Gigantenduell. Alle Videos in im Süden haben die Adler Mannheim das Topspiel beim Eck Red Bull München gewonnen. Durch den 5:4, 3:1, 2:0, 0:3 Erfolg am Freitag an der Isar festigte der achtfache deutschen Meister in der Südstaffel den ersten. München bleibt hinter dem ERC Ingolstadt auf Platz 3. Nach dem frühen 1:0 der Münchner durch Maximilian Daubner, 3. Minute, sah es nach 3 Toren von Markus Eisenschmidt, 6. Nikolas Krämer, 7. Tela Leier, 8. innerhalb von 156 Sekunden sowie Treffern von Benjamin Smith, 25. und Thomas Larkin, 5. nach einem klaren Adlersieg aus. Mark Voagnes, 54. Frank Mauer, 56. und Daryl Boyle, 9. machten in der Schlussphase das Match noch einmal spannend. Für mehr reichte es allerdings. Zweites Drittel entscheidend, Hain schlagen Penguins in einer vorgezogenen Partie des 28. Spieltags. Bezwangen die Kölner Hain die Fishtown Penguins aus Bremerhaven mit 3:2, 0:0, 3:1, 0. Landon Ferraro, 25. Jonathan Matsumoto, 28. und Zachary Sill, 30. trafen für den Tabell. Für den zweiten aus Bremerhaven waren die Tore von Niklas Andersen, 37. und Ty McGinn, 4. zu wenig. Süddeutsche Presseagentur Dell. Highlights bei Magenta Sport. Teil machen es spannend. Bremerhaven mit viel Pech. Alle Videos in der Übersicht.